ziehen. Feuer! Und das war's. Legendär. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. So, sehr schön. Moment, 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 das ist Wayne, das ist Wayne, das ist Wayne. Unreine Narren. Und das Erdhut. Und der Schutzero. Nice. Und das Lux. Und das stirbt auch Lux. Das, meine Leute, ist Freunde Timo. Grant, das ist Timo, das schaffen wir nicht. Das ist ein sehr nices Game. Das werde ich auf jeden Fall hochladen, selbst wenn wir verlieren sollten. Ich weiß, wir haben gerade eben die Runde mit Pantheon schon verloren. Aber sollten wir das jetzt hier verlieren, werde ich es trotzdem hochladen, weil das Spiel macht gerade mega Laune. Es ist mega gut gewogen nach diesem kleinen Fauxpas. Kaufen wir jetzt hier das noch, dann hole ich mir jetzt gleich noch... Das geht nicht, okay. Dann mache ich doch mal erstmal einen Moment. Dann gehe ich doch erst hier drauf und hole ich mir gleich die... Schuhe könnte ich mir holen schon, ne? Ein bisschen Angriffsspeed nochmal zusätzlich. Ist auf jeden Fall wichtig. Und drauf. Das war ein nicer Form. Das ist Timo. Wollt ihr das Feuerwerk sehen? Wenn der stehen bleibt, schubt auf jeden Fall. Ich will auf etwas schießen. Oh, oh, oh. Oh mein Gott, der Timo. Ohne Mist. Gegnerische Doppeltötung. Ach du Scheiße. Blutrausch. Checks go for Bender, der 3-3-3-3. Ja gut, da haben wir jetzt echt nicht mit, da habe ich nicht mitgerechnet, dass Timo noch in der Hand jumpen kann. Wurde zerstört. Geschwindigkeit hat er drin, Rabadon. Er hat eigentlich nicht viel drin, ne? Sein Gift macht halt nur mega Schaden schon, ne? Und seine Kills ebenfalls. Ich wundere, dass irgendwie so ein Grafikbug bei mir drin ist. Ich weiß nicht warum, LOL hat momentan mega Probleme. Okay, Leute. Ja, nice, Timo down. Fokus Timo. Oh. Gehen wir in Reichweite. Dann müssen wir über den Timo fokussen. Anlegen, ziehen, Feuer! Go, go, die na, was denn jetzt? Rein oder raus? Auch kein Problem. Ich nehme mich einfach wieder hoch. Ein Gegner wurde getötet. Yes. Komm. Welche Stufe aufgestiegen? Und da drüben geht's ab. Die Böder an dem Vieh? Ja, geht's ja. So. Ich kann meine Ultis also auf Minions hauen. Das ist interessant, das wusste ich noch nicht bei Tristana. Das habe ich noch nicht rausgefunden gehabt. Okay, jetzt, wir haben zwei Inhibitor verloren. Wir haben in der Mitte noch nichts gepusht. Das wollen wir wieder hinkriegen, aber jetzt gegnerische Doppeltötung. Wenn die so sinnlos reinrennen und dann das passiert. Umgeh defend only and wait
for a mistake of enemies. Ich hoffe, hier bist du. And wait for a mistake of enemies. Gehen wir in Reichweite! We're so lucky. No, they aren't lucky. If you feed your way, we will be this OP too. Da kommt los hier. Bam, hier ist es. Das ist lustig. Muss gestehen, das finde ich lustig. Oh, du, der hat gerade mal alle Köpfe gefunden, die es dann passt. Wir müssen mich verteidigen, wir enden gerade. Oh, da ist Draven am Dings. Da wird Draven gerade. Wollt ihr das Feuerwerk sehen? Tower pushen. Das heißt, wenn sie wahrscheinlich noch hinkriegen. Wenn wir das sagen, wir können nicht den nächsten verteidigen. Und gleichzeitig noch hoffen, den letzten Tower hier verteidigen zu können. Wir müssen jetzt irgendwie ganz schnell einen killen. Da sind sie, oh mein Gott, da sind sie am Tower dran. Ulti! So. Und wieder aufgebaut sein. Jetzt muss ich mir was kaufen. In Blutrausch. Der Gegner hat einen Turm zu stürmen. Ich hab jetzt hier das Wayne, oh mein Gott, ich hab das Wayne. Naja, okay, was willst du machen, ne? Ich will auf etwas schießen. Komm schon! Da hat er sich weggejumpt. Ein Jump noch, komm, ein Jump noch, ein Jump noch, ein Jump noch, ein Jump noch. Komm schon, und die Ulti, jetzt die Ulti. Und der stirbt, das hat er keine Chance. Und da ist der Raven. Den habe ich allerdings jetzt keine Chance mehr. Ulti zurückgeflogen. Und weg. Damit wir, damit wir jetzt einen Wurm Geldschub noch was. Und ich habe jeden Minion bekommen, glaube ich, gerade. Auch nicht schlecht. Will auf etwas schießen. Oh. Ich geh mit 2k nach Hause. Kommen wir auch gleich an. Lux ist noch auf der Midlane, das heißt, es könnte sein, die machen ihn noch nicht. Schutzengel hole ich mir jetzt. Ich muss unbedingt dafür sorgen, dass Lux stirbt, weil wenn sie den machen, dann hat Lux das Ding nicht. Verbündeter wurde getötet. Wollt ihr das Feuerwerk sehen? Komm schon, stirb! Ich
Jetzt müsste irgendwo noch Draven sein. Draven ist da oben! Anlegen, oh mein Gott. Zielen, der stirbt. Feuer. Und wieder jetzt stirbt. Jetzt carryen das Spiel langsam. Nice teamwork. Again, please. Hauptsache Leute werden jetzt nicht übermütig. Dann kann das ja noch schön ausgehen. Wollt ihr das Feuerwerk sehen? Ich habe so was denn geholt, dass Timo hat sich unsichtbar gemacht. Euer Inhibitor wird bald wieder aufgebaut sein. Gehen wir in Reichweite. Ja, da ist Timo. Moment, ich komme hierher. Ja, das war's. Das habe ich nicht mehr geschafft. Schade eigentlich. Ich muss jetzt doch noch weggegangen. Ich dachte, da können wir stehen. Ja, schön geworden. Wenn das war auch klar. Ja, der Teamfight. Bad Teamfight. Guys. Das war jetzt, dann haben sie niemanden gefokust. Ich muss sagen, ich habe einen Panzer am Anfang gefokust. Das war ziemlich dämlich von mir. Aber ja. Jetzt machen sie Baron auf jeden Fall. Ne, machen sie nicht. Die machen kein Baron. Das ist mega dämlich von denen eigentlich, muss ich gestehen. Okay, mein Guardian Angel wird es eine Weile brauchen, dass er da ist. Ich würde sofort gerne. Terminiert. Timo ist heftig. Timo. Dabei hat ja ein Bild, das ist für die Götter. Das ist eigentlich voll Schwachsinn. Das ist auf keinste Weise irgendwie Hybrid, das ist einfach nur Geschwindigkeit. Und irgendwas dazwischen geklatscht. Das ist eigentlich mega sinnlos. Jetzt komm. Das muss doch etwas werden. Nice. Und da stoppt sie. Ich will auf etwas schießen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Weil ich sag schon seit... Ich weiß nicht, wie lange das wir Timos fokussen sollen. Jetzt kommen sie an und Fokus Timo. Nice. Und Bande schlupft. Doppeltötung. Und wieder eine Doppeltötung gelegt. Nice. So ist hier der Dragon. Komm, Dragon. Haben sie gemacht. Mist. Perfekte Gelegenheit, um jetzt einen Baron zu machen. Wir haben 4 Kills. Okay, zwei sind wieder da. Aber es fehlen immer noch 3. Wir sind einfach in der Überzahl. Die perfekte Gelegenheit, um den Baron zu stoppen. Und das ist die Ulti auf den Baron. Go. Wir können das auf jeden Fall. Okay. Los, komm. Oh mein Gott, was tut? Baron, holt euch den Baron. Oh mein Gott, holt den Baron. Gegnerische Dreifachtötung. Haben wir den Baron? Ja! Super, außer dass ich das Mikro so gefreut habe jetzt. Wir haben den Baron gemacht und wo ist denn? Brand?
Bitte sag mir nicht, dass Trent AFK ist. Nein. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Das kann nicht sein. Brand ist AFK. Ja, war ein nices Spiel. Brand hätte vielleicht jetzt die beiden Tower noch verteidigen können. Wir hätten es vielleicht gewonnen. War echt geil. Ich habe ordentlich Kills gemacht. Ich werde es auch veröffentlichen. Ihr habt gesehen, also der Brand, das ist war so ein Ding für sich. War ansonsten war es ein ziemlich cooles Spiel. Ja, wie gesagt, Tipps für Tristana auf jeden Fall. Ich mag Tristana ziemlich cool, vor allem, weil man ja mega auf AP gehen kann, wenn man möchte. Man kann also, wenn man merkt, oh, okay, gut, auf der Botlane passiert was, was ich nicht wollte. Was weiß ich zum Beispiel. Die kaufen sich Rüstung, kann man mit Tristana auch ganz schnell auf AP switchen, auf einen Hybrid-Champ gehen. Das geht alles mit Tristana, deswegen mag ich der echt ziemlich. Jinx und Ashe und so ist das eher nicht so, obwohl bei Ashe geht's, würde es, nee, bei Ashe würde es auch nicht gehen, jetzt nur zwei. Tristana hat halt mega viele Attacken, die irgendwie auf AP basieren. Von daher, ganz cool. Spiel hat mir auch gefallen, am Ende war es ziemlich geil, der Zusammenhalt. Brand war halt AFK. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Game. Adios, ciao.